Weil hier ist ja leider auch nichts mehr, was irgendwie weiterhelfen könnte. Hier ist immer noch alles überflutet, genau. Da ist ein Reh. Das heißt, es geht jetzt zurück nach Kupfer, zum Kupferweg. 6 Stunden, 15 Minuten, okay. Und da geben wir da die Dolche ab. Beziehungsweise die Kupferwaffen. Hm. Und dann hoffen wir, dass uns jetzt, dass uns die Dutzenden jetzt helfen oder dass wir doch noch mit den Schmelztiegelrittern paktieren können. Wobei es Hagrim eigentlich recht egal ist, wer von den beiden Fraktionen uns hilft, solange es nicht Haus Domenel ist. Ist alles okay. Aber erstmal eine Nacht schlafen. Oder ein paar Stunden, wie man es nimmt. Dann geht sie in die Abenteurerhalle, die Dolche abgeben und dann hoffentlich mögen die uns so sehr, dass wir ja die geisterhaften Gestalten hier, die wir an der Brücke besiegt haben. Hast du ein Zimmer für mich? Genau. Athletik, Mechanik, Fernkampfgenauigkeit. Nehmen wir Wahrnehmung und Erschlossenheit. So, gut. Und dann gehen wir in die Expeditionshalle. Geben die kaputten Waffen ab. Das hat sich ja voll gelohnt, ey. Ich finde, die Musik läuft gerade ein bisschen schnell. Okay. Warum sind hier jetzt auf einmal Attentäter? Vor allem, warum lassen die meine Framerate so einbrechen? Ja, machen wir das mal etwas taktischer. Hier ein Feuerball für euch. Der hat wehgetan. Also kriegt ihr gleich noch einen. So, die sind alle fast tot. Dann können wir noch einmal nachsetzen mit so einem. Wow, die waren jetzt saumäßig gefährlich. Anfängerzauberbücher. Na, schnappt ihr die mal alle auf. So, was hatten die hier? Waffen. Gekritzelte Notiz. Auf diesem Fetzen Pergament findet sich eine knappe, aber detailreiche Beschreibung deiner Person, einschließlich deines Namens, deiner Unterscheidungsmerkmale und allen Personen, mit denen du während deines kurzen Aufenthalts im Dürrwald Kontakt hattest. Ja, das ist zweimal dieselbe Notiz. Okay, wer will uns da tot sehen? Wer uns auf jeden Fall tot sehen will, der hat die falschen Leute angeheuert.
Erinnert mich irgendwie an Baldur's Gate, wo wir ständig umgebracht werden sollten. Aber immer die Meuchelmörder am Schluss tot waren. Tja. Das war hoffentlich keine Attentäterbande der Schmelztiegelritter. Oder haben wir bei den Schmelztiegelrittern was verloren? Nein. Venner nickt dir leicht zu. Sein Blick bewegt sich weiter von Söldner zu Söldner. Brauchst du noch was? Ihm die Jagd, wir willst den vitalischen Waffen überreichen. Ich habe die Waffen, die du wolltest. Er runzelt die Stirn, als er die Waffen betrachtet. Sie sind alt. Sicher, aber das ist nicht unbedingt, was ich erwartet hätte. Er blickt wieder hinauf zu dir. Du hast nicht zufällig herausgefunden, was sie so besonders macht? Die Engvitaner haben sie mit Fragmenten ihrer eigenen Essenz gefüllt. Mögen die Biester sie fressen. Er starrt die rostigen Waffen entsetzt und danke wieder dann. Wenn ich das gewusst hätte, ich würde dafür sorgen, dass jemand diese Perversionen entsorgt. Kein Wunder, dass die Glafantana euch Pack nicht bei den Ring graben lassen wollen, wenn ihr nur alles zerstört, was sie findet. Karl zieht eine Grimasse. Hey, jetzt hast du mich so weit, dass ich mit ihnen sympathisiere. Er legt die Waffen ab. Zumindest muss ich keine weiteren Expeditionen wegen dieser Sache vergeuden. Wenn die Ritter tatsächlich etwas unternehmen, müssen wir sie eben mit guter alter dürrwäldischer Sturheit besiegen. Hoffentlich könnt ihr den Konflikt vermeiden. Er verschränkt die Arme. Wenn sie Ärger wollen, dann geben wir ihnen Ärger. Wo wir gerade von den Rittern sprechen, er wendet einen Blick wieder zu dir. Wie man hört, hattest du eine Auseinandersetzung mit einer Patrouille in der Sturmwallschlucht. Nichts, womit ich nicht fertig werden würde. Du wirkst nicht überrascht. Sie haben mich zuerst angegriffen. Das wird ein Paladin sagen. Du wirkst nicht überrascht. Er blickt dir direkt in die Augen. Vielleicht habe ich sie auf dich angesetzt. Sie sollten ihre Aufmerksamkeit eine Wande woanders hinrichten als auf die Stadt. Nun werden sie diese Patrouillen verdoppeln und verdreifachen. Wenn diese Anhörungen enden, kommt ein Tag der Abrechnung. Die Leute haben genug von diesem Vermächtnis. Sie haben genug von Seelenmetzgern, die ihre Götter erzürnen. Wenn der Duck sie nicht aufhält, dann will ich zum Bildnis werden, wenn die guten Leute des Sylwalds es nicht selbst in die Hand nehmen, und die Dutzenden werden den Angriff anführen. Palegnina kneift die goldenen Augen zusammen und blickt dich lange von der Seite an. Sie schüttelt missbilligend den Kopf. Die Ritter stehen in dieser Sache auf der Seite des Ducks. Wenn er die falsche Entscheidung trifft, stehen sie uns im Weg. Ich treffe nur Vorkehrungen. Er grinst schief. Ich wusste, du wirst dich gut schlagen. Nimm es mir nicht übel. Die Ritter fingen ganz ähnlich an wie du. Pass auf, dass du dich nicht in sie verwandelst. Dir gefällt vielleicht nicht, wofür die Ritter stehen, aber man kann viel von ihnen lernen. Aber bedenke, dass Trutzbruch jetzt Ordnung braucht. Das Vermächtnis hat genug Schaden angerichtet. Solange du bereit bist, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, es sind jetzt entschlossene Taten gefragt. Nimm Tage mal das Erste. Er schnaubt. Da kannst du dir sicher sein. Hagrim hat Mobjustiz erhalten? Er schlägt dir auf die Schulter. Wie dem auch sei, ich bin dir etwas schuldig. Ich will, dass du meinen alten Kriegsbogen nimmst. Er hat mir gute Dienste geleistet, aber ich werde mich nicht als Scharfschütze in dem Schatten verbergen, wenn Trostbus uns braucht. Wenn er sonst noch etwas für mich tun kann, lass es mich einfach wissen. Wegen der Einladung zu den Beseelungsanhörungen. Er klatscht dir auf die Schulter. Es wird gut sein, dich unter unserem Banner beizuhaben. Irgendjemand muss den Duke überzeugen, diesen Irrsinn aufzugeben. Der Duke wird die Wahrheit über die Beseelung erfahren. Das klingt am besten. Benan nickt dir leicht zu. Sein Blick bewegt sich gleich von Söldner zu Söldner. Während er spricht. Was brauchst du noch? Nichts mehr. Quest abgeschlossen. Bronze unter dem See. Hat aber nicht für Kanna gereicht. Was schade ist. Ich habe Mobjustiz gelernt.
Was zur Hölle ist Mobjustiz? Steht das hier irgendwo? Die Dutzenden bin ich jetzt auch ein Held. Tierischer Gefährte, Vorbereitung. Talente, Mobjustiz. Gibt Mobjustiz. Die Dutzenden wissen, wie man mit Feinden umgeht. Man hat ja jetzt hier mit den möglichst vielen Männern. Jetzt weißt du es auch. Ganz toll. Plus 5 Genauigkeit, wenn das gleiche Ziel eines Verbündeten angegriffen wird. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das heißt aber, hat aber nur Hagrim gekriegt. Okay. Aber wir haben einen super Kriegsbogen bekommen. Wolkenstecher. Den kann Durenz haben. Vergleichen wir den mal. Da ist schon mal die Schrift buggy. Kriegsbogen zweihändig. Würde wahrscheinlich auch hier stehen. 17 bis 25 Stich. Gut ist genau. Okay. Erschütternde Berührung bei kritischem Treffer. Einmal pro Begegnung. 3 Schadensreduktion Umgebung. Können wir dich noch irgendwie verzaubern? Außergewöhnlich können wir dich natürlich nicht machen, weil wir haben kein Vitrak-Gehirn. Das braucht man eigentlich für hervorragend. Flugdrachenauge, also sonst nichts ist. Aber eine Feuerpeitsche können wir dir auf jeden Fall geben. Das passt am besten zu Durenz. Humanoid können wir nicht geben, dafür bräuchten wir 4 Punkte, die wir nicht mehr haben. Okay. Das heißt, dieser Bogen hier ist für dich, Durenz. Die können auch mal weg. Und wir können uns dann wohl auf der Seite der Duke. Wir brauchen jemanden, um uns zu suchen, eine Audienz mit dem Duke. Aber die Dutzende sind etwas mehr als ein Mob. Wir brauchen jemanden, der uns dabei hilft, eine Audienz beim Duke zu verschaffen, aber die Sünden sind kaum mehr als Pöbel. Sie sind gemeine Leute, vielleicht ist organisiert, aber Leute sind sie deshalb immer noch. Das macht sie nicht zum Pöbel. Der Pöbel ist einfach zu lenken, wenn man weiß, wie man ihn führen muss. Sie schätzen ihre Unabhängigkeit, aber wie der anderen Gruppe scharen sie sich zu gegebener Zeit hinter jemanden. Was sind denn unsere Alternativen? Die Dominitz und die Schmelztiegelritter? Würdest du lieber ihnen Gesellschaft leisten? Wen kümmert das? Sollte einer von ihnen sein Rückgrat wiederfinden und Schwierigkeiten machen, werde ich ihn in die Schranken weisen. Das würde Paladin sagen. Naja, die würde sich auch eher auf die Seite der Schmelztiegelritter stellen. Auch ein Fehler, den ich beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr mache. Nehmen wir das Erste. It wouldn't take much to push them over the edge. Ich habe nichts gegen das gemeine Volk, aber die Dutzende haben ihre kurzen Lunden und sie scheinen eben auf einen Kampf aus zu sein. Die Lage mit ihnen eskalieren zu lassen, wäre nicht schwer. Keine Sorge, ich werde sie unter Kontrolle halten. Palegina hebt ihre gefiederten Augenbrauen. Hoffentlich bist du auch noch so zuversichtlich, wenn wir mit einer Horde wütender Bauern Auge in Auge stehen. Ja, Palegina zweifelt wohl ein bisschen an unserer Entscheidung. Aber ich nicht. Obwohl ich eigentlich auch. Ich hätte auch eher die Schmelztiegelritter gewählt, aber... Ja, Hagrim ist halt Hagrim. Der macht's auf seine Weise. Vor allem, wenn die einen ihm die Tore verschließen, dann... ja. Da geht er halt zum nächsten Tor und so weiter. Ja, war jetzt blöd ausgedrückt. Die Schmelztiegelritter wollten halt nicht. Die wollten mir halt auch keinen Auftrag geben. Die Zwölfen hingegen haben mir auch einen Auftrag gegeben. Tja. Oder hätte ich erst für beide die Quests abschließen sollen können, dass das richtig läuft.